Unsere Phoenix-Klimareporter sind ja in ganz Deutschland unterwegs auf der Suche nach spannenden Projekten für den Klimaschutz. Sarah Bilder und Martin Richter haben auch Städte aufgerufen, sich zu melden, wenn sie spannende Projekte ins Leben gerufen haben. Und dazu gehört auch Finsterwalde. Da ist Sarah Bilder gerade. Sarah, bevor du uns sagst, was da Besonderes passiert, muss ich dich erst mal fragen, wo genau liegt Finsterwalde? Ja, für alle, die Finsterwalde noch nicht kennen. Finsterwalde liegt im Süden Brandenburgs in der Lausitz, hat etwa 17.000 Einwohner, also eine Kleinstadt, aber mit großen Ambitionen in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Besonders groß geschrieben wird hier die Sonnenenergie. Sie sehen es hinter mir. Ich stehe vor einem Solarpark. Es ist einer von mehreren hier in Finsterwalde und dieser grenzt direkt an die Stadt an. Und neben mir steht jetzt Jürgen Fuchs von den Stadtwerken Finsterwalde. Also wenn ich jetzt den Namen Finsterwalde höre, da denke ich nicht sofort an sehr viel Sonne. Das ist aber falsch, oder? Das ist falsch. In Finsterwalde gibt es sehr viel Sonne. Das sieht man auch bei den vielen Anlagen, die wir im Stadtgebiet haben. Wir haben mittlerweile 171 Photovoltaikanlagen installiert, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Finsterwalde, aber auch mit den Unternehmen. Und insofern wollen wir das Potenzial natürlich weiter ausbauen. Dieser Solarpark hier, wie hoch ist da die Kapazität und wie viele Haushalte werden damit versorgt? Wir befinden uns auf einer Konversionsfläche. Hier wurden auf 10 Hektar rund 5000 kW Photovoltaik installiert. Diese Menge oder diese Leistung reicht, um 5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr zu erzeugen, was wiederum den Bedarf von ca. 1650 Haushalten deckt. Konversionsfläche haben Sie gerade erwähnt. Was ist das denn? Was war hier denn vorher? Das war eine ehemalige Industriebrache. Also hier war ein Betonwerk, was Betonfertigteile erzeugt hat. Und insofern wurde das dann im Jahr 2011, 2012 zu dieser Photovoltaikanlage entwickelt. Wie sieht denn überhaupt der Energiemix hier in Finsterwalde aus? Der sieht mittlerweile so aus, dass wir mit den 171 Photovoltaikanlagen, mit Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, aber auch mit einer größeren Biogasanlage mittlerweile rund ein Viertel des Strombedarfs in Finsterwalde decken. Wir haben ein Einsparungspotenzial gegenwärtig von rund 8.300 Tonnen CO2 pro Jahr. Dieser Solarpark sollte ein erster Schritt in Sachen Energiewende sein. 2011, 2012 ist er entstanden. Welchen Beitrag zur Energiewende leisten Sie denn noch? Darüber hinaus leisten wir viele Beiträge. Seit vielen Jahren unterstützen wir die Bürgerinnen und Bürger in Finsterwalde, aber auch die Unternehmen, wenn sie Gasbrennwerttechnik einbauen in ihren Heizungsanlagen, in Abhängigkeit der Leistung mit 250 bis 750 Euro. Darüber hinaus unterstützen wir den Einbau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, aber auch von Gas-Wärme-Pumpenanlagen in Höhe von 1.000 Euro pro Anlage, ebenfalls in Abhängigkeit der Leistung. Und wir unterstützen mit 50 Euro den Einbau von hocheffizienten Heizungspumpen in den Gebäuden. Ja, am meisten für den Klimaschutz kann man natürlich tun als Bürger, wenn man weniger Energie verbraucht, am besten in den eigenen vier Wänden. Und wie das hier in der Stadt Finsterwalde funktionieren kann, das zeigen wir Ihnen jetzt mal. Die historische Altstadt von Finsterwalde soll energetisch fit gemacht werden. Gebäudesanierungen für den Klimaschutz. Die Stadt möchte alle Eigentümer von Häusern und Wohnungen dafür begeistern. Energetische Sanierung hat natürlich sehr viele Facetten und, wenn man so will, viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Energieeffizienz zu verbessern. Das kann einmal die Gebäudetechnik sein, die Wärmeversorgung oder, wie man bei diesem Objekt hier sehen kann, auch die passive Solarenergienutzung, indem man eine vorgestellte Wintergartenverglasung in einer entsprechenden Schrägstellung macht, dass sie jetzt gerade im Winter optimal Sonnenenergie in die Räume hineinbringt. Jetzt, was die energetische Sanierung angeht, welche Anreize gibt es denn da für die Hausbesitzer? Nicht jeder kann sich ja so eine Sanierung einfach leisten. Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, denn vieles geht nur über Förderung. Dazu gibt es verschiedene Förderprogramme, zu denen wir die Bürger beraten können. Nicht nur viele Privathaushalte, sondern vor allem auch Geschäfte in der Innenstadt haben inzwischen energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen lassen, wie zum Beispiel diese Bäckerei. Die Lüftungsanlage sorgt für Frischluft in dem Raum. Es muss ja, damit sich die Gäste wohlfühlen, muss Frischluft hinzugefügt werden. Und der große Vorteil dieser Lüftungsanlage ist,
dass die vorhandene Energie, die in dem Raum vorhanden ist, dass sie genutzt wird. Es wird mit einem Wärmetauscher gearbeitet, sodass die frische Luft, die gerade im Winter sehr kalt ist, im Wärmetauscherprinzip mit der warmen Innenluft ausgetauscht wird, sodass nur sehr wenig Energie zugeheizt werden muss. Warum haben Sie sich denn für diese Art der Lüftungsanlage entschieden? Es gab ja bestimmt auch andere Möglichkeiten. Es gibt einfache Lüftungsmöglichkeiten, die vielleicht in der Anfangsinvestition günstiger gewesen wären. Allerdings hätte sich das in den Nachfolgekosten bemerkbar gemacht, weil jeder Kubikmeter Luft, der von 0 Grad oder vielleicht Minusgrad erheizt werden muss auf Raumtemperatur, kostet natürlich Energie. Und Energie ist teuer, wie wir alle wissen. Einmal um die Ecke ein weiteres Beispiel. Der Laden für Herrenbekleidung lässt die Mode in Finsterwalde hell erstrahlen, dank energiesparender Lichtinstallation. Erstens mal ist die Lichtqualität besser. Klimaschutz unterstützen ist immer gut. Und zweitens ist die Rechnung der Stadtwerke doch wesentlich geringer. Doch trotz Fördermittel, nicht alle können oder wollen mitmachen. Bei den verbleibenden Gebäuden, die noch nicht saniert sind, sind es in der Regel problematische Eigentümerkonstellationen, entweder Erbengemeinschaften. Mitunter sind es auch finanzielle Probleme, die eine Rolle spielen. Nicht jeder bekommt heutzutage anstandslos einen Kredit von seiner Hausbank. Da ist dann auch gefragt, ob man mit Zuschüssen helfen kann. Wie sieht Ihre Vision für die Zukunft? Wie viel Prozent der Stadt Finsterwalde wird letztendlich energetisch saniert sein? Also ich hoffe natürlich, dass Finsterwalde es schafft, 100% energetisch saniert zu sein. Wir sind derzeit beim Sanierungsstand von etwa 80%. Aber wie es meistens so ist im Leben, die letzten Wege, Etappen sind die schwierigsten. Ja, und bei mir steht immer noch Jürgen Fuchs von den Stadtwerken Finsterwalde. Herr Fuchs, da schließt sich natürlich direkt die Frage an, inwieweit machen sich denn diese Sanierungsmaßnahmen denn schon bemerkbar? Verbrauchen die Bürger von Finsterwalde wirklich weniger Energie? Also im letzten Jahr mussten wir feststellen, dass wir ca. 4% weniger Strom im Netzgebiet hatten. Ich glaube aber, ob man das jetzt schon auf die Maßnahmen des Einzelnen zurückzuführen ist, bezweifle ich etwas. Wir haben sicherlich einen warmen Winter gehabt und insofern wird das sicherlich auch daran gelegen haben. Aber ich glaube dennoch, dass in Verbindung mit der LED-Technik, die hier vielfach zum Einsatz kommt, den Sanierungsmaßnahmen der Einzelnen, aber auch den Sparmaßnahmen der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen, dann sicherlich erste Einsparungseffekte zu verzeichnen sind. Okay, vielen Dank, Herr Fuchs, für das Gespräch. Wir verabschieden uns erstmal aus Finsterwalde und geben ab nach Bonn.